Hallo, mein Name ist Michael Riesch. Ich bin in der Presse AG bei der Organisation Stopp G7 MV und ich darf Sie herzlich willkommen heißen auf meiner YouTube-Seite Blackbird Live. Wie Sie wissen, haben wir in unserem Bündnisorganisation Stopp G7 MV nicht nur deutsche Organisationen, sondern auch inzwischen europäische Organisationen dazugewonnen. Ihnen ist spätestens jetzt klar, dass sich ganz Europa gegen den G7-Gipfel in Elmau mobilisieren wird. Das bayerische Innenministerium betreibt weiterhin ihre Kampagne, dass Camps Keimzellen der Kriminalität seien. Das Bündnis Stopp G7 Elmau hat bereits in Heiligendamm einige Erfahrungen zu Camps gesammelt und kommt daher zu einem anderen Entschluss. Dass man genau weiß, wo was stattfindet und sie bleiben auf einen informativen Stand der Dinge über die Sicherheitskräfte und Teilnehmerinnen der Demo. Das Bündnis arbeitet gerade an einer Kostentabelle. Wir sind gegen diese Politik, weil sie keinen Frieden auf der Welt erschafft. Tagtäglich werden Menschen aufgrund dessen, dass Krieg geführt wird, zu Flüchtlingen. Die Grenzschutzmilitärpolizei, auch bekannt als Frontex, Verbessert. verbessert diesen Zustand in keinster Weise. Anfangen mit, ich sage jetzt mal so spontan, geringfügiger Verspätung im schönen Werdenfelser Land bei strahlendem Sonnenschein dürfen wir Sie recht herzlich vom Aktionsbündnis Stopp G7 Elmau zu unserer heutigen Pressekonferenz begrüßen. Ich bin Manfred Hoffmann und spreche für das Bündnis. Neben mir sitzt Benny Russ, der ebenfalls für das Aktionsbündnis spricht. Und dann darf ich Ihnen unsere weiteren Gäste aus den Einzelorganisationen, die sehr vielfältig sind, wir haben über 100 Organisationen inzwischen, die sich unserem Bündnis angeschlossen haben, sprechen. Und zu meiner Rechten darf ich Ihnen vorstellen Alicia Hernandez. Sie ist Aktivistin aus Mexiko. Und Dolmetschen wird für Sie Daniel. Ja, Daniel ist Mexiko-Referent im Ökobüro und wird hinterher für die Karawane auch noch selbst eine Stellungnahme abgeben. Weiter auf der linken Seite dann Arash. Er ist Flüchtling und Aktivist aus dem Iran und sein Dolmetscher ganz zur linken, Baran, der ihm dann hilft und uns hilft, ihn auch hier sehr gut verstehen zu können. Ja, ich freue mich, dass Sie heute den Weg nach Gleis gefunden haben und ich möchte Ihnen kurz sagen, was wir.